Hallo Leute, ja, ihr wollt ein bisschen Action, ja, ihr habt Lust auf Ärger, ihr wollt. Mama, scheiße, ich komme nicht mehr raus. Okay, das wird interessant. Mal eben hier nachladen. Ist nachgeladen? Ist nachgeladen? Nicht nachgeladen. Meine Güte. Ja, also, willkommen zurück zu Let's Play Borderlands und. Oh shit. Okay, wir kommen hier nicht mehr raus. Mami. Oh, Skagzilla ist ein gewaltiger Skag Level 21, den wir jetzt mal ganz gepflegt schon mal ein paar HP abziehen werden. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was zur Hölle? Skagzilla. Oh, was ist das? Oh, holy shit, was zur Hölle? Skagzilla, du rasierst mir. Ja, obwohl. Ich habe mir jetzt eigentlich größer vorgestellt. Das ist eher enttäuschend. Kleiner, mach mal deinen Mund auf. Mach mal deinen Mund auf. Wer ist ein guter Skagzilla? Sag mal. Ja. Du bist ein braver Skagzilla. Lass dich keinen in den Mund schießen. So, hier ist noch eine Granate. Fein. Ja, holt's. Ja, holt's. Ja, holt's. Ich hab dir sagen lassen, dieser Transfusionsmob ist, Mod ist geil. Man macht Schaden und kriegt HP zurück. Oh, hol ich mich. Wir haben bisher. Au. Oh mein Gott. Sag mal, Skaggy, hast du. Wow, fuck it. Finger weg von mir. Ich bin ein Erwachsener. Skaggy. Oh Gott. Ah, fuck, voll daneben. Alter, komm mal hier, komm mal her. Ja, fein. Ja, fein. Ja, ungefähr so. Nur halt länger auf das. Ah! Oh Gott. Also irgendwie. Was? Holz? Okay, aber irgendwie ist er nur wirklich verletzbar, wenn man ihn in den Mund schießt. Also das ist sehr praktisch, das zu wissen. Aber ja, erst jetzt. Also er ist echt langsam irgendwie, oder? Komm her. Oh fuck it. Nein, ich wollte so weit nicht von dir weg. Also nicht mit deiner Hilfe eigentlich. Aber er hat Schmerzen, wenn man ihn in die Schädeldecke schießt. Kann ich denn hier eine Säurewaffe total geil gewesen? Ist auch egal, wir haben ihn gleich. Nein, geht's nicht mehr so gut. Wow, 18.000 HP. Oh, du bist aber eigentlich so ein Süßer. Hm. Na gut, was hast du uns denn hier so gelassen? Ein Schild. Bisschen Munition. Ist auch das Mindeste. Noch ein Schild. Mit Säureresistenz. Was noch? Geld. Können wir ein bisschen in dich reingucken? Ey, zeig uns dein Innerstes. So, da ist er rausgekommen. Also gehen wir da mal rein. Vielleicht hat er ja Junge, die wir essen können oder so. Oder eine Waffenkiste? Puff, nein. Invisible Wall. Finde ich aber sehr stark. Okay, das war's. Das war Skagzilla. Finde ich sehr enttäuschend. Ich habe ihn mir größer und stärker und heftiger und schlimmer vorgestellt. Und meine Erwartungen wurden mit Füßen getreten, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber dann können wir jetzt langsam nach New Haven gehen, denn, ja, da werden wir im Grunde erwartet, beziehungsweise ich werde erwartet, oder wir beide werden erwartet, denn ich wollte eigentlich beim Du bleiben, das fällt mir sehr, sehr schwer, unglaublich schwer fällt mir das. Ja. Hopp. Weiter zum Puma. Zu unserem wunderbaren kleinen Puma der Marke, leck mich doch am Arsch, ist mir doch egal, wie das Auto heißt. Von unserem guten Freund Schäppala. So. Boom. Geben hier mal ein bisschen Gas. Ich weiß nicht, ob es hier ein Geschwindigkeitslimit gibt oder nicht, aber Cops habe ich noch nicht so viel gesehen. Liegt auch daran wahrscheinlich, dass die immer sofort umgebracht werden. Also Cop ist, glaube ich, hier nicht irgendwie was, was man hier unbedingt machen möchte. Nein, nein, das glaube ich nicht. Das ist bestimmt eine sehr schlechte Idee, hier ein Polizist zu sein. So, komm her. Au. So, alles klar. So, wir positionieren unser kleines Auto schon mal mit der Safety Fist. So, okay. Raus da. Raus da. Raus da. Achso, mit E. F war ja Turm aufstellen. Gut, dass ich jetzt keinen Turm aufgestellt habe. Tö. So. Was willst du? Okay, wir haben da jetzt eine Sniper-Rifle für gekriegt. Wow. Was ist das denn? Cool. Cool. Ist das eine Sniper? E.
Okay, also sind eigentlich genau gleich. Wir können die erstmal ausprobieren. So, wir haben hier schon zwei Jacobs-Waffen. Ja, was ist das? Okay, interessant. Oh, ich will nicht den Schutz. Kann ich diesen Schützplatz vielleicht einfach abmontieren oder irgendwie so einen Sack Reis da reinstellen, dass ich nicht immer da rein will? Meine Güte, Fahrersitz einnehmen. Los geht's. Go, go! Und wir springen über die Rampe! Krass. Naja, geht. War jetzt nicht so krass. Aber wir können jetzt nach New Haven. Finde ich geil. Aber warum heißen die Dinger hier Dahl Headlands? Das verstehe ich immer noch nicht. Warum? Hat das hier irgendwas mit der Firma Dahl zu tun? Oder überhaupt und so? Keine Ahnung. Das wird einem ja hier nicht erzählt. Geben wir Gas. Wenn wir hier schnell wieder rauskommen nach New Haven. Habe ich langsam mal echt Bock drauf. Come on! Ach so, hier wollte ich ja... Ah. Genau, bevor mich hier geflamed werde, dass ich hier... Nö, Fairwell, du hast hier einen Topf Gold vergessen. Das ist voll die coole Waffe. Aber ich glaube, ich bleibe bei einer meiner Malivan. Denn die hat so einen geilen Elementarschaden drin. Aber Jacobs Waffen, die möchte ich eigentlich... Hä? Möchte ich eigentlich nicht verkaufen, weil Jacobs Waffen so selten sind und so teuer. Naja. Wir können ja uns nochmal das überlegen, ne? Da bin ich ja sehr flexibel. Uppa! So, okay, wir gehen jetzt hier krass rein und springen nochmal und machen fast ein Looping, was gar nicht cool wäre, weil ich mir dann wieder ein neues Auto holen müsste. Links oder rechts? Oh, geil, weiß ich nicht. So, hier ist wieder so ein Ding. Okay, und hier ist unser kleiner Claptrap, mit dem wir reden müssen. Komm her. Naja, beziehungsweise ich komme zu dir. Schon okay. Ich habe die Bestätigung, dass Mad Mel tot ist. Ja, alle ist er. Claptraps werden aufatmen. Warte ja. Bitte, ich aktiviere den Zugang nach New Haven. Ich bitte drum. Lass dir mal nicht so viel Zeit, Kleiner. Und hier random irgendwelche Tasten drücken, könnte ich auch. New Haven, wunderbar. Wow, ist das eine große Stadt? Ich glaube, das ist eine große Stadt. Ich hoffe, das ist eine große Stadt. Mama, ist das eine große Stadt? Mama, ist das eine große Stadt? So. Vladav hat also eine höhere Schussrate. Interessant. Ja, das finde ich einfach so geil an diesem Spiel, dass halt echt alle Hersteller irgendwelche Unterschiede haben. Zum Beispiel Jacobs macht massiv was ist hier? Macht massiven Schaden und Parasitz teleportieren. Atlas soll irgendwie eine extrem geile Firma einfach sein. Und wow. Ist ja, wo soll ich denn hier hin? Dahin. Wie soll ich mich denn hier zurechtfinden? Naja, ist auch egal. Ich werde mich hier irgendwann schon zurechtfinden. Also das hier ist New Haven. Wow, das ist ja wirklich eine einladende Stadt. Ich melde mich, um dir zu sagen, dass ich eine Entscheidung gefällt habe, die dir nicht gefallen wird. Wer bist du? Als Administratorin von New Haven bin ich für das Wohl der Bürger verantwortlich. Mhm. Und deshalb muss ich die Straße nach Sanctuary momentan gesperrt lassen. Ja. Darren Flynns Bande und ihre Höllenmaschine sind in den Salt Flats. Und ich möchte nicht, dass die Bürger durch sie umkommen. Nein, nein. Welche Bürger? Hier ist alles total ausgestorben, Mann. Naja, beginnen wir einfach mal, alles zu plündern. Und irgendwie gefällt mir dieser Elefantentöter nicht. Bam. So. Wer bist du? Mhm. Verrückt. Aha. Okay. Wie gebe ich meine Quest jetzt ab? Wo? Hier, bei ihm hier? Wer bist du denn? Nee, der will nicht sprechen. Der will nicht sprechen, du. In diesem Rollenspiel will keiner mit uns sprechen. Scooter lässt dir ausrichten. Er hätte da eine Kleinigkeit, die du für ihn erledigen könntest. Du okay. Solltest ihn darauf ansprechen. Ja, mach ich auch, nachdem ich hier irgendwie gefunden habe, wo ich hin muss. Ist hier was? Nee. Hm. Also, irgendwie bin ich hier zu blöd für diese Ortschaft, oder, ich weiß nicht. Ah ja, okay, das sieht doch schon mal offiziell aus. So, und jetzt? Hier rein. Willkommen in meinem Shop. Ach du, Mensch, dich kennen wir ja. Mit dir können wir nicht sprechen.
Ich will dir ja nicht in die Suppe spucken, aber eher werden wir bei den Skags zum Tee eingeladen, als dass es die Skammer. Nein, mit dem können wir nicht sprechen, da ist ein Automat. Boah, ist nicht so gut wie unsere coole orangene Waffe. Aber wie werde ich denn die verdammte Quest hier jetzt los? Ist das ein Mock? Meine Güte. Aber schön, dass wir langsam mal in New Haven sind. Bist du? Ja, okay, keine Ahnung. Du hast auch keine Ahnung, wer bist, ne? Nee. Traumatische Erlebnisse. Hallo? Eine alte Waschmaschine mit einer Granate drin. Bombig. Hier rein? Ja, ich glaube, ich... Ah! Hallo! So, Speicherdeck-Upgrade. Jawohl! Okay, machen wir. Bis bald. Das machen wir. Und wir sind Level... Oh, geil. Also, können wir jetzt den Terrible Defender ausrüsten, der einfach mal in jeder Hinsicht besser ist als Sledge Shotgun. Denn, rüsten wir... Ach so, wir können jetzt noch viel mehr ausrüsten. Oh mein Gott. Oh, ist das geil. Ja gut, dann, rüsten wir doch aus. Moment. So, Inventar ist jetzt voll. Nee. So, Alter. Okay, so. Das, den Terrible... Nein, wollte ich ja nicht. Den Terrible Defender auf 2. Den Stomper auf 3. Die Sniper auf 4. Und erstmal ein Revolver auf 1. Ich habe jetzt keinen Revolver. Dann nehme ich den hier. Gut. Was ist denn für eine Müllwaffe, ey? Können wir mal gucken hier, was uns... Oh, wow. Jawohl. Jawohl. Sehr geil. Also, die erste legendäre Waffe in diesem Let's Play. Ich bin überaus begeistert. Und, ja, da wir jetzt nichts mehr anfangen können, ich denke, wir erkunden jetzt noch ein paar Minuten New Haven hier. Ich will bei dir trinken. Ja, hat auch nichts zu sagen. Naja, okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Gucken, ob wir hier irgendwie ein paar Munitionskisten finden. Was ist das denn? Achso, das ist schon einer dieser Generatoren. Ja, gut. Schalten wir ihn halt mal gerade ein. Meine Güte. Was soll der Geiz? Hä? Was sind das hier für... Oh, ist das cool. Also echt, die haben sich für jede Landschaft hier was Neues ausgedacht. Das finde ich richtig geil. Das war eine richtig coole Stadt. Was ist hier los? Ist es Mediziner? Okay. Ah, und normales Medizin. Kann ich was für dich tun? Hey Zed, du bist nachgereist. Wie cool. Du hast schön, dass was du auch brauchst, hier bist. Also ja, Firestone ist jetzt leer, oder was? Hm. Okay, alte Bekannte hier in New Haven. Finde ich ja sehr cool. Nur mal ein bisschen weiter hier. Hier ist so ein Tank. Macht Bumm und das Telefon auch. Und deswegen beende ich jetzt auch mal die Aufnahme. Passt sich gut. Schön, dass wir hier angekommen sind. Ich freue mich auf den Multiplayer. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.